So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und das ist zwar eigentlich nicht meine Küche, aber das wird wahrscheinlich jetzt dann die Location sein für die neuen Ramses Kitchen Folgen. Ich hatte zwar schon zwei aufgenommen, aber das hat mir gar nicht gefallen. Das Bild war komisch, alles war komisch, der Hintergrund komisch und auch Madu hat gesagt, bei Ramses Kitchen muss eine Küche in den Hintergrund. Das ist jetzt sozusagen eine Küche, deswegen werden wir versuchen, hier jetzt die Ramses Kitchen Folgen zu drehen. Ich habe heute was mitgebracht, das habe ich letztens im Kaufland mal gesehen. Das ist hier Keksteig zum Naschen. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist ein kleines Testvideo, aber was ist das denn jetzt generell? Hier ist nämlich auch ein Bild drauf. Vom Knossi, ihr kennt ja alle Knossi, von den Streams, den Glücksspiel-Sucht-Streams und auch von Seven vs. Wild Staffel 2 war er ja der Gewinner der Herzen. Hier steht jetzt drauf, dass das erstmal abgelaufen ist, schon seit 3 Monaten, weil ich so lange in der Wohnung gebunkert habe bei mir. Aber ansonsten ist das Cookie Bros und König Knossi, Keksteig zum Naschen, White Chocolate mit Löffel im Deckel. Es gibt also von der Firma Cookie Bros Keksteig zum Naschen, ganz verschiedene Sorten, ganz verschiedene Variationen. Und hier in Kooperation mit König Knossi gibt es White Chocolate. Ich glaube, das ist die einzige Sorte, wo eben König Knossi dabei ist. Ungebackener Keksteig mit weißer Schokolade zum Rohverzehr. Und der Rest ist eigentlich egal. Ja, wir machen das Ding jetzt mal auf. Ist halt einfach ein Becher. Nehmt ihr den Deckel ab, habt ihr hier nochmal zum Aufziehen. Sieht halt aus wie einfach ein Eisbecher. Löffel mich, sagt der Knossi, ganz ungeniert. Wir riechen mal. Riecht einfach nach Pappe. Riecht ihr die Pappe, wie die Pappe riecht? Die beste Pappe der Welt. Und ich sehe schon, hier stört noch was. Hier ist immer direkt ein Schatten da davor. Das darf aber so gar nicht sein. So. Dann haben wir hier den Deckel und hier aus dem Deckel nehmen wir den Löffel, denn das ist der Löffel und das sieht schon richtig blöd aus. Ich kann euch aber trotzdem nochmal den Deckel zeigen, denn das wollen wir jetzt probieren, diesen Keksteig, der halt wirklich wie Eiscreme ist. Ich dachte jetzt, das ist hart und knubberig, aber nein, du kannst es hier wirklich einfach reinstechen und dann hochholen und raus. Guck, sieht aus wie, als hättest du jetzt Vanilleeis oder irgendwas. Das müssen wir natürlich fürs Thumbnail auch nochmal zeigen. Cookie Bros Keksteig zum Naschen. Machen wir mal so. Und dann probieren wir den ganzen Mist. Irgendwie ekle ich mich schon ein bisschen davor. Weil ich mir nur denke, das ist bestimmt so extrem süß. Fällt mir direkt in den Zahn und dann habe ich wieder übelst die Schmerzen. Oder weil es halt schon eben 3 Monate über die Zeit ist und die ganze Zeit in der Wärme rumgestanden hat vielleicht. Also dass es jetzt nicht mehr so köstlich ist. Aber schmeckt erstaunlich frisch. Hat eben wirklich so eine, also eine Note von weißer Schokolade. Eine breiche, feste Konsistenz, die trotzdem im Mund irgendwie leicht zergeht. Jetzt sind da auch noch Schokoladenstückchen drin oder irgendwas. So, jetzt hat die Katze erstmal in die Küche gekotzt, komplett. Und da sind, glaube ich, noch Schokoladenstückchen drin. Und ich glaube, je mehr man isst, desto besser schmeckt es und desto besser gewöhnt man sich dran. Und jetzt ist diese Überwindung erstmal überwunden. Aber ich glaube, je mehr man schmeckt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr neben die Katze in die Küche kotzt. Deswegen esst ihr halt nicht so viel. So zum Naschen okay. Würde ich aber nicht nochmal kaufen, weil ich bin ja nicht so der süße Typ. Deswegen, das ist mir alles. Naja, ansonsten weiß ich nicht, wie es dazu kam. Cookie Bros und König Knossi, kennt ihr das? Habt ihr schon mal Cookie Bros gegessen, schon mal genascht, schon mal gehabt? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und es ist noch nicht perfekt. Irgendwas muss man hier noch mit dem Schatten machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder irgendwie Samyang testen. Ich freue mich schon auf die ersten Samyang-Tests aus der Wohnung hier. Und wie das dann alles abläuft. Ciao.